Guten Tag, Kollege. Sie fahren heute die S6 von Frankfurt am Main Süd nach Friedberg in Hessen. Da heute eine Einheit der Baureihe 423 wegen eines Defekts in der Werkstatt ist, fahren Sie mit der Baureihe 430. Macht ein Zug Abfahrt bereit und lassen Sie die Fahrgäste einsteigen. Die Abfahrt ist um 14.23 Uhr. Der Fahrplan ist straff, also eine gute Fahrt. Ja. Und damit hallo und herzlich willkommen im Train Simulator zu einer weiteren Fahrt mit der Baureihe 430. Wir sind heute unterwegs auf der S-Bahn Rhein-Main und dürfen wieder mal im Dienste von DB Regio unsere Künste im S-Bahn-Dienst beweisen. Wir steigen zu guter Anfang in den Führerstand hinein, rüsten das gute Fahrzeug auf und ja, legen dann auch direkt los mit der Arbeit. Zu guter Anfang heißt es wieder die Batterie des Fahrzeugs aktivieren und dann langsam alles andere einleiten. Der Stromabnehmer selbst ist noch unten, das heißt, wir müssen den auch noch heben. Und wenn die beiden oben sind, genau, können wir auch direkt den Hauptschalter hinterher werfen. So, im Führerstand die Beleuchtung einschalten, das machen wir hier drüben einmal. Die PZB knipsen wir uns auch noch an mit Shift und ich dachte 8, genau. Und die SIFA würde ich ganz gerne ausgeschaltet lassen. So, mit der Tastenkombination T öffnen wir die Türen. Also, was heißt Tastenkombination? Mit der Taste T öffnen wir die Türen. Und die Beleuchtung vom Zug, die müssen wir auch noch einstellen. Dazu gehen wir hier drüben hin zum Licht vom Zug, genau. Und deaktivieren hier an der Stelle noch ganz kurz das Fernlicht. Ansonsten können wir direkt loslegen. Die Türen sind geöffnet, die Fahrgäste steigen ein. Wir müssen nur noch die Anzeigen am Zug verändern. Und da wir heute die S6 in Richtung Friedberg, war es richtig, ne? Fahren, sollten wir die auch entsprechend einstellen. So, Betriebsfahrt, Leerfahrt, Werkstattfahrt, leer, S-Bahn Rhein-Main, S1, 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 S2, S2, S3. Na, komm. Die S6 bitte. Genau, S6, Friedberg, Hess. Gut, die Türen sind noch offen. Fahrgäste steigen noch zu. Gut, SIFA ist wieder ausgeschaltet heute. Ich weiß nämlich nicht, wie sich das Fahrzeug verhält, wenn wir außerhalb des Führerstands sind mit der Kamera. Wenn die dann Zwangsbremsung auslöst, ist immer ein bisschen ungut. Ansonsten, PZB ist angeknipst. LZB sollten wir nicht haben. Fahrtrichtungswende ist jetzt nach vorne gestellt. Hauptschalter ist ein. Und damit können wir eigentlich abfahren, sobald wir, ganz wichtig, die Federspeichebremse noch gelöst haben. So, hier den Löseknopf oder Lösenknopf so lange gedrückt halten, bis wirklich beide Leuchtmelder erloschen sind. Erst dann ja, wird hier bei dem Triebfahrzeug wirklich das Abfahren ermöglicht. So, wir gucken mal ganz kurz unten rein, was die Zeit sagt. Die sagt abfahren. Nicht wortwörtlich, aber im übertragenen Sinne. Und damit können wir direkt den Fahrschalter mit der Taste E freischalten und aus dem Bahnhof Frankfurt am Main Süd ausfahren. So, am Signal vorbei. Und direkt befreien. Ja, wobei, eigentlich dürfen wir nur mit 40 hier raus. Von daher normalerweise nicht befreien. Aber heute ist mal wieder so ein Tag, wo ich mir sage, hey! So, es geht in den Tunnel hinein. Das heißt für uns ganz wichtig noch, die Führerbeleuchtung bitte aktivieren. Na? Ach, die ist schon aktiv. Okay. Gut. Und dann halten wir hier einmal am Lokalbahnhof. So, wir haben zwei 430er Einheiten. Das heißt für uns, wir haben einen Vollzug. Mit dem Vollzug müssten wir ja auch schon so reinpassen und nicht ganz bis zum Ende durchfahren. So, der Zug steht, wunderbar. Auf der linken Seite die Türen öffnen, erst die FL-Taste drücken, also Freigabe links und dann nochmal im Führerstand oder überhaupt auf der Tastatur die Taste T, um dann auch wirklich letzten Endes die Türen zu öffnen. Die Türen selber schließen sich übrigens nicht dann, wenn der Zug laut Haltestellen Anzeige hier unten
ja, lang genug gestanden hat, sondern die müssen manuell geschlossen werden über die Türschließkonsole. Und ja, die Türfreigabe erfolgt entsprechend seitenbedingt auch über dieselbe Funktion. So, es blinkt noch. Und ich glaube, das ja, hört hier auch nicht wirklich auf im Simulator mit Blinken. Erst dann, wenn wir wieder angefahren sind. So, raus aus dem Lokalbahnhof. Nächster Halt müsste dann, ich glaube, schon Hauptbahnhof sein, ne? Ne, Ostendstraße. Dann kommt Konstabler Wache, Hauptwache, Taunusanlage und dann kommt der Hauptbahnhof. Da war ich, ja, mehr als vorschnell. Genau, das liegt ja alles unten so schön auf einem Weg. Die S-Bahn hüpft hier richtig in den Tunneln hin und her. Weil wir zu schnell sind auch. Und jetzt geht sowieso ein Berg hinauf. Oder nein, es ist nur wieder waagerecht. Das fühlt sich so komisch an hier in den U-Bahn-Tunneln immer. Und genau, dann wieder anhalten. Wow, ein bisschen mehr bremsen bitte. Na komm, stehen bleiben. Ah, das schaffen wir. Alles gut. Ja gut, wenn auch mit Schnellbremsung dann noch am Ende. Aber wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. Türen auf der linken Seite freigeben, die Taste T hinterher. Und dann dürfen auch hier wieder die Fahrgäste raus. Ja, so ein kleines Problem gibt es immer damit, habe ich so das Gefühl, dass man hier mit der Kamera jedes Mal außerhalb der Wände landet. Und man hat das Ganze halt so gelöst, dass man hier, wie eigentlich auch auf fast jeder U-Bahn- oder S-Bahn-Strecke, die eben irgendwie Untertage entlang führt, dass man wirklich alles drumherum ausmodelliert hat, was eben diese U-Bahn, ja, Schächte, Tunnel angeht. Und quasi rundherum auf der ja, Streckenebene einfach die Erde abgesenkt wurde. Deswegen kann man halt hier auch mit der Kamera außerhalb der Tunnelröhre landen. So, Schließknopf gedrückt. Und das funktioniert hier im Simulator auch ohne Probleme. Da gibt es sowas wie ja, temporäre Türschließprobleme eigentlich nicht. Deswegen brauche ich jetzt hier nicht nochmal einen Prüfblick machen. Und wenn jemand in der Tür hängen bleibt, ja, dann rieselt es hier Bits und Bytes. Da müssen wir die Person neu zusammen programmieren. Ist nicht wie im Echt. Im echten Leben. Da klappt das nicht. Der Zug wird schneller, das heißt, wir fahren wieder den Berg runter. Man muss halt immer auf den Tacho gucken. Man darf sich nicht darauf verlassen, was jetzt, ich sag mal, der Kopf sagt, wenn er eben zum Führerstand rausguckt. Weil das sogenannte Popometer hat man hier im Simulator leider nicht. Da spürt man nicht vom Körper aus, geht das jetzt gerade vielleicht runter, fahren wir jetzt hier eine Steigung hinein. So, Vollzug-Haltetafel ist schon hier. Die Halttafel. Und dann auf der rechten Seite Türen freigeben. Das Schöne ist wiederum, man hat hier die Möglichkeit, dadurch, dass man eben ja, diese Ausmodellierung hat im Sinne von den einzelnen Röhren, dass man sich wirklich komplett mit der freien Kamera, zu finden unter der Taste 8, in den Bahnhöfen, in den U-Bahn-Schächten und so weiter frei bewegen kann, hat eben nicht hier das Problem, wie das zum Beispiel bei Verwendung der Tunnelfolie ist, dass man ja, unter die Erde quasi drunter fährt mit dem Zug. Und dann, wenn man irgendwie in die Außenansicht möchte, dass man dann eben auf dem Berggipfel landet, wie man das auch von vielen anderen Strecken kennt, das ist hier zum Glück nicht der Fall. Ist eben bei so einer U-Bahn-Strecke, finde ich, auch ein klares Muss eigentlich. Was suchst du hier im Führerstand? Raus hier! Wir nehmen keine Passagiere einfach vorne mit dem Führerstand. So nicht. Gerne mal einen Bekannten, ja. Aber dich lassen wir jetzt hier stehen und, ja. Tut mir leid, aber du musst jetzt den ganzen Zug einmal durch dich durchfahren lassen. Nee, also fremde Passagiere vorne im Führerstand, das geht nicht. Das nicht.
Vielleicht meinem Kind eine kleine Freude erfüllen, ja. Den Moment vorne zum Lokführer reinnehmen, das können wir hier im Simulator machen, kein Problem. Aber keine fremden Erwachsenen. So, auch hier wieder abbremsen. Und, wir sind ein bisschen schnell unterwegs. Aber das klappt ganz gut heute. Ich glaube sogar, wir sind mal im Zeitplan drinne. Ja, komm, stehen bleiben. Und zack. Türfreigabe auf der linken Seite. Und hier können wieder die Fahrgäste hinaushüpfen. Ich finde es immer so lustig, wie die hier im Simulator laufen. Die haben alle diesen, ja, selben Takt, was die Schrittfolge angeht. Das sieht so ein bisschen aus, als würden die hier marschieren. Hätten die jetzt noch alle dieselbe Kleidung an und irgendwie Uniformen, dann könnte man das direkt als Militärsimulator durchgehen lassen, weil die wirklich alle hier im Gleichschritt unterwegs sind. Ich denke mal, das hängt damit zusammen, dass die Personen hier einheitlich spawnen und dadurch wird halt der normale Takt, den diese Personen eben beim Laufen haben, automatisch mit eingehalten. Sonnenkollektion oder Sommerkollektion. War jetzt ein bisschen schwierig zu lesen. So, dann teure Erdbeeren. Und dann kommt wieder der allseits bewährte Tunnel. Taunusanlage. Na komm, ein bisschen mehr Bremskraft bitte. So, das passt. Wir haben eben Glück. Mit dem Vollzug haben wir noch die Möglichkeit, hier einen gewissen Toleranzbereich mit wahrzunehmen, was eben die Halteposition angeht. Normalerweise sollten wir immer genau an der Halttafel stehen bleiben. Aber hier im Simulator ist das halt sowieso, ja, uns überlassen, wie wir anhalten und fahren. Hauptsache, wir können A, irgendwie unsere Mission abschalten, abschließen und B, die Türen hängen irgendwie am Bahnsteig dran, sodass die Fahrgäste rein und raus können. Hier war gerade Mr. Proper unterwegs. Mich erinnern immer diese Daunenjacken so ganz typisch an diese, ja, ich sag mal, Werbefigur. Deswegen bin ich jetzt auf den Begriff gekommen. So, weiter geht's. Auch sehr cool, wir haben hier das gesamte S-Bahn-Streckennetz nochmal an der Seite dran. Bad Vilbel habe ich gerade schon gesehen, da waren wir letztens. Genau hier, Bad Vilbel. Und dann geht's hier runter, wahrscheinlich Richtung Hauptbahnhof. Genau, den Teil sind wir schon gefahren. Schon etwas öfter sogar. Wäre nicht das erste Mal. Was ich mir vielleicht für die Baureihe 430 hier mal wünschen würde, wäre eine Position, mit der man ja nicht ganz so knapp über dem Lokführertisch hängt. Weil hier habe ich jetzt schon wirklich das Gefühl, dass wir entweder ein Kind darstellen, was hier den Zug fährt, oder dass wir uns halt irgendwie ja, mit der Sitzhöhe ein gewaltiges Stückchen vertan haben. Na komm, liebe S-Bahn, bleib stehen. Das macht es halt wirklich schön. Gerade das Anhalten in den letzten ja, Bremsstufen dann geschieht schön sachte, wie man sich das als Fahrgast auch wünscht. Und das ist jetzt nicht so gut. Wieso ist denn da rot? So soll das sein. Nee, auch nicht so. Ich möchte gern Licht. Danke. Und weiter geht's. Nächster Halt, Galluswarte.
Jetzt sind wir hier gerade am Hauptbahnhof. Was ich vorhin meinte eigentlich. Ja, und gerade diejenigen, die als Zuschauer natürlich auch aus Frankfurt kommen oder vielleicht auch aus der Umgebung, werden hier einige Sachen wiedererkennen. Weil gerade auch auf der Strecke S-Bahn Rhein-Main habe ich das Gefühl, dass man viele Sachen möglichst sehr detailgetreu umgesetzt hat. Das ist ja auch immer eine Sache, die mir bei Strecken sehr, sehr stark gefällt. Weil es gibt halt immer unterschiedliche, ich sag mal, Qualitätsansprüche an so Strecken. Einerseits kann er dahin gehen, dass wirklich sämtliche Sachen nahezu originalgetreu ausmodelliert sind, dass man sogar die Zickzack-Oberleitung teilweise richtig aufgehangen hat und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt auch wieder den Anspruch, wo man sagt, okay, man freut sich einfach drüber, dass es überhaupt eine Strecke gibt. Und so ist das bei vielen Strecken aus meiner Sicht im Train-Simulator bei mir der Fall. Gerade auch dann, wenn es eben so in größere Ballungszentren geht. Also speziell hier für Frankfurt hätte mir es zum Beispiel auch vollkommen gereicht, wenn man da die U-Bahnhöfe grob dargestellt hätte, den ungefähren Streckenverlauf hier. Aber hier scheinen ja wirklich teilweise die Häuser sogar richtig gesetzt worden zu sein. Das fand ich schon mal relativ gut, als ich damals die Strecke das erste Mal gefahren bin auch. Und natürlich ganz wichtig, das sollte bei jeder Strecke wirklich immer der Fall sein, dass markante Gebäude aus dem, ich sag mal, Bahnbetrieb richtig abgebildet sind. Also Bahnhöfe, Bahnsteige, Stellwerke, also alles Mögliche, was wirklich mit der Bahn zu tun hat. Güterbahnhöfe und so weiter, Industrieanlagen, dass das einigermaßen ordentlich ist und auf den Streckenast drauf passt. Aber so, dass da jedes wirklich einzelne Wohnhaus richtig gesetzt sein muss, den Anspruch habe ich im Simulator ehrlich gesagt nicht, weil meistens kann man sowieso nicht wirklich nachvollziehen. Oder beziehungsweise die meisten Spieler würde es an der Stelle auch nicht interessieren. Mir reicht es wirklich, wenn da das ganz grob relativ schön aussieht und eben einen gewissen Realitätsbezug auch hergibt. So, wenn wir schon beim Thema Realitätsbezug sind, wir sollten nicht zu lange anhalten. Denn das macht die S-Bahn Rhein-Main normalerweise auch nicht. Und weiter geht's. So, da müssten wir jetzt gleich wieder, ich glaube, an dem Bahnhof Frankfurt-Messe landen. Genau, da müsste hier vorne kommen. Ja, und auch ganz typisch für Frankfurt an der Stelle die Busse und Straßenbahnen auch, die in der, oder nee, U-Bahn heißt es hier. Genau, das ist quasi so eine Mischung aus U-Bahn und Straßenbahn hier in Frankfurt. Ich dachte, die wird als U-Bahn bezeichnet in dem Moment, aber sie fährt halt auch sehr viel über Tage, sehr viel auf der Straße, weshalb ich jetzt auf den Namen Straßenbahn gestoßen bin an der Stelle. Aber die Fahrzeuge, die hier im Stadtgebiet von Frankfurt eben unterwegs sind, speziell die Busse, die Straßenbahnen, in dem Fall U-Bahnen, sind alle in diesem türkisen, türkisblauen Farbkleid unterwegs. Und das fetzt richtig. Das ist eine schöne Farbkombi. Sehe ich sehr, sehr, sehr gerne. So, wie spät haben wir es denn eigentlich? 14.38 Uhr und die Ankunft ist, genau wie die Abfahrt für 14.38 Uhr geplant gewesen. So, Türen schließen sich schon. Und Abfahrt. Ja, geht heute richtig schnell hier. Die waren schon oft zu eingeloggt eigentlich. Ja, optisch ein, ich würde mal sagen, gewöhnungsbedürftiger Zug. Ist aber durchaus modern und auch relativ schlicht gehalten, würde ich meinen. Ah, sehr schön. 185 hier drüben noch von MRCE Dispolok.
So, kurz den Kollegen grüßen. Und dem Typen dort, der so nah am Bahnsteig steht, mit der Hupe erschrecken. Schön langsam an dem vorbei. Nicht, dass er ein paar Schritte zu viel in unsere Richtung macht und dann hat das Ganze wohl wirklich noch ein verheerendes Ende. Das wollen wir nicht. Deswegen lieber etwas langsamer einfahren und dann nochmal den Zug langsam eintrudeln lassen, auch wenn das Verspätung erzeugt. So, die Haltestelle für den Vollzug ist dann hier. Man hat auch den S-Bahnsteig so ein bisschen überhängend gebaut, dass man sich quasi unten die volle Breite eigentlich sparen kann, dass das Gleis oben ein Stückchen drüber hängt und nicht auf der gesamten Höhe den Platz dort einnimmt. Bleibt zu. Genau, dann zweigen wir nach rechts ab. Das müsste dann für uns in Richtung Bad Vilbel wieder gehen. Genau, und sollte auch der Streckenast sein, den ich vorhin auf der S-Bahn-Karte gezeigt hatte, mit dem Liniennetz. Genau. Leistung rausnehmen. So, und jetzt dürfen wir dann, glaube ich, gleich auf 120 oder 140 beschleunigen. Das müsste dann der Streckenabschnitt sein, wo wir eben Vollgas geben können. 130 sind's. So, die ganzen Masten hier fädeln uns so langsam dann auch aufs Hauptgleis wieder ein. Und dann den Hebel auf den Tisch legen. Und 130. Wir sollten natürlich auch noch gucken, wo der nächste Bahnsteig kommt. So, Frankfurt Main-Ginnheim. 2 scheint nicht für uns zu gelten. Wir halten das nächste Mal in Eschersheim auf Gleis 2. Na, kommt dann vor dem Berg. Was darf denn der Zug eigentlich fahren? Bestimmt 140 oder 160. Da es eine S-Bahn ist, würde ich mal auf 160 sogar schon tippen. Oder eine relativ moderne S-Bahn. Ich sehe jetzt leider nicht die Fahrzeuganschrift. Steht was im Führerstand? Nee, oder ich sehe es nicht. So, da vorne kommt der Berg. Das heißt für uns, dort oben kommt der nächste Haltepunkt. Und da sollten wir nicht mit allzu hoher Geschwindigkeit drauf zupreschen. Nicht zu früh abbremsen. Das ist eben immer der Kompromiss, den man hier nach Möglichkeit finden muss. Wo ist der perfekte Bremseinsatzpunkt, um dann eben abzubremsen? Und hier kann man sich ganz gut merken, bei dem Bahnsteig zum Beispiel, wir hatten jetzt hier das Vorsignal und das sagt uns, dass wir, ich sag mal, rund 1000 Meter bis zum Bahnsteig selber haben, wo wir eben abbremsen können. Also quasi der normale Bremsweg, der uns auch zur Verfügung stehen würde, wenn wir eben ein HP0 vor der Nase hätten. So, und da der Zug hier sowieso relativ gut bremst, können wir das auch problemlos einhalten. Können wir die Freigabe schon vorwählen? Ja, das geht.
zu Hause ist, wo sich dein WLAN automatisch verbindet. Ja, das Gefühl hat man wirklich bei manchen Personen. Zu Hause ist, wo sich dein WLAN von alleine verbindet. Ja, ist ein schöner, teilweise auch lustiger Satz, aber leider manchmal auch pure Realität. Also zu Hause sollte längst nicht dort sein, wo sich das WLAN automatisch verbindet, sondern ich sage immer, zu Hause sollte da sein, wo du wirklich das Gefühl hast, ja, hier passt der Schlüssel. Dann bist du zu Hause. Also, das ist die Definition für mich an der Stelle. Nee, um das Ganze mal jetzt hier nicht ins Lächerliche zu ziehen, zu Hause sollte immer dafür eine Person sein, wo man sich wohlfühlt, wo man das Gefühl hat, ja, hier bin ich angekommen. Und ja, ich denke mal, das ist so die Definition für zu Hause. Also zumindest meine persönliche. Bei manchen heißt es auch, zu Hause ist da, wo der Kühlschrank aufgeht und die Nahrung drin liegt. Je nachdem, wie man das für sich persönlich da betiteln möchte. Aber ja, auch WLAN, auch das WLAN kennzeichnet zu Hause. So, Streckenkante wieder 191, das heißt, wir haben nicht allzu weit bis zum nächsten Bahnhof. Der müsste hinter der Kurve kommen, ne? Ja, passt ungefähr. Ja, kommen wir schnell hoch auf die 130. Ja, wobei, das ist mir ein bisschen zu riskant. Ich möchte lieber schon abbremsen. Das ist ein Kurvenbahnsteig, sicherlich. Frankfurt-Berg müsste das sein. Ja, da kommt schon ein anderer Bahnsteig. Oder? Ne, das sind die Gleise. Ja, das sind die Gleise. Wie viel Zeitverzögerung haben wir denn? 14:47 ist die Ankunft geplant. Also haben wir noch 30 Sekunden zum Ankommen. Und dann sind wir immer noch pünktlich. Wir sind heute überpünktlich sogar. Na, keine Notbremsung. So, Türfreigabe auf der linken Seite. Und ich muss sagen, die Baureihe 430, die macht richtig Spaß zu fahren. Die hat ein gutes Bremsvermögen. Sie fährt relativ fix an, bremst gut ab. Von der Steuerung und Handhabung her ist sie, ich würde mal sagen, ziemlich einfach gehalten. Das hätte ich mir schon ein bisschen komplexer noch gewünscht. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, so viel lässt sich da auch gar nicht weiter ausmodellieren. Und für den Zeitpunkt, wo das Fahrzeug ja, ursprünglich erschienen ist, ist das auch wirklich als ein durchaus angemessener Modellierungs- oder Verhaltenszustand anzumerken. Mit erschienen ist, meine ich jetzt für den Train-Simulator und nicht auf deutschen Schienen in der Realität. Das sind dann nochmal definitiv Daten, die sich da unterscheiden. Und los geht's wieder. Du kannst halt hier auch wirklich voll den Hebel auf den Tisch legen. Der Zug fährt trotzdem geschmeidig langsam an und beschleunigt dann rapide. Also du hast nicht das Gefühl, dass es dich irgendwie vom Sitz runterwerfen könnte oder dass du da plötzlich durch den ganzen Zug hindurch schlitterst. Und der nächste Haltepunkt kommt gleich in 700 Metern. Dann Leistung raus. Manchmal schaltet der auch die Leistung nicht runter. Da steht dann der Vorwähler schon hier so bei, ja, sag mal, 3-4% scheinbar von der Zugkraft. Oder das müssten die Kilonewton sein, pro Fahrmotor sicherlich. Viel zu langsam an den Bahnsteig rangefahren. 49 haben wir es. Ja. Gut, wir kommen jetzt doch langsam wieder in Verzug. Wir müssen uns beeilen. So, komm. Schnell anhalten.
ganz fix, nach Möglichkeit bitte vor dem Signal stehen bleiben. Dankeschön. Das passt so noch. So, Türen auf der rechten Seite öffnen. Rein mit den Fahrgästen. Kommt. Hopp, 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 hopp. Muss ein bisschen schneller jetzt gehen. Wir sind im Verzug. So, Türen schon zu. Na gut, hätten uns echt noch ein bisschen Zeit lassen können. So, die haben schon geschlossen. Wir dürfen noch nicht abfahren. Und jetzt. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Die Türen sind jetzt zwar hier schon geschlossen gewesen, aber wenn der Simulator das noch nicht als Halt abgehakt hat, kann das auch ziemlich in die Hose gehen. Und der Simulator kann einem, ich glaube, ein zwangsläufiges Ende verpassen, weil man den Zug angeblich mit geöffneten Türen bewegt hat. Deswegen da schön aufpassen, auch wenn man die Türen teilweise schon geschlossen hat. Solange dieser Balken da unten durchläuft, kann das immer noch für den Simulator als, ich sag mal, geöffnete Tür zählen. So, und in Filbel Süd. Da müsste dann auch wieder die 90er-Tafel kommen. Ja, da kommt sie schon. Die LF6. Da schaffen wir es noch auf die 130 hoch. Ein Tausender sollte ja hier nicht liegen. Ja. Sehr energiefreundlich heute, die Fahrweise. Na komm, bremst mal runter. Ich weiß nicht, ob hier ein GPA liegt. Scheinbar nicht. Ja, und die S-Bahn-Baureihe 430 scheint auch an der Stelle zu sämtlichen anderen Fahrzeugen der Baureihe kompatibel zu sein, was eben Mehrfachtraktion angeht. Grüß dich, Kollege. Ein Intercity heute mal. Ja, Scharfenbergkupplung hat sie zum Kuppeln, also eine Automatikkupplung vorne dran, damit man eben nicht jedes Mal dann da irgendwie die Schraubenkupplung einhängen muss und zuleiern. Das würde ein bisschen länger dauern und ja, gerade beim bei Flügelzügen, also sprich Zügen, die sich irgendwo auf dem Streckenverlauf dann trennen und in unterschiedliche Richtungen fahren, macht sich das ziemlich gut. So. So, jetzt könnte man einfach sagen, hey, wir fahren andersrum und einmal ganz kurz das Licht umgeschalten. Das geht nicht. Das möchte ich auch nicht. So, rot soll es sein. Türchen wieder schon zu. Genau. Und Leistung aufschalten. Ja, dass das Blinken da drüben nicht aufhört, das irritiert mich jedes Mal. Ist eigentlich der Fahrplan hier bedienbar? Nee. Das ist noch so ein Teil. Das könnte man wirklich vielleicht noch an der 430 mit einem Update einspielen. Dass man die Möglichkeit hat, den Ebola zu nutzen. Also ohne so einen elektronischen Fahrplan. Da drüben wartet eine 151 von DB Railion und das andere da drüben dürfte eine 185 sein. Wow. Oder? Mit Raiden-Schriftzug? Ne, es sieht aus wie eine 145. Ist es auch. Ich glaube nämlich, die 185 hat eine andere Lüfterschlitzanordnung dort oben. Und die hat auch einen anderen, sag mal, Lokkasten. So, Zug ist schon am Bahnsteig dran. Dann an der Stelle anhalten. Freigabe rechts, Türchen auf. Was sagt der Zeitplan? 54:30. Ja, wir sind noch zu spät.
Wir verspäten uns gerade immer mehr. Dann müssen wir jetzt mal auf den nächsten Metern ein bisschen den Zahn zulegen. Ja, Bad Vilbel ist jetzt nochmal ziemlich groß. Da dürfte der Zug eigentlich schon durch das Anhalten ein bisschen Zeit wieder gewinnen. Wo wollen denn die hin? Wenn sie so langsam laufen, kommen sie aber nicht mit uns mit. Bei uns müssen die Fahrgäste pünktlich sein, denn wir versuchen das zumindest auch. We move cars with care. Schöner Slogan. Wir bewegen Autos. Nee, wir bewegen Eisenbahn. Und das mit Sorgfalt. Dortelweil, auf Gleis 1, unser nächster Halt. Und wir dürfen diesmal so mit 140 ausfahren. Das wird schön. Da sollten wir aber unbedingt unten die Anzeige offen lassen. Wo denn der Bahnhof genau kommt. Sonst weiß es jetzt schon, brettern wir durch den Bahnhof durch. Wenn ich 140 auf der LF7-Tafel lese, dann freue ich mich sowas von, dass ich da gleich ganz viel Gas gebe. 900 Meter noch zum Bahnsteig anfangen, 800 Meter und jetzt sollten wir abbremsen. Na komm, bremsen, bremsen, bremsen. 300 Meter noch und wir haben noch über 100 Kilometer pro Stunde drauf. Aber die Bremseigenschaften des Zuges sind schön. So, lass den hier reinrollen und dann Türfreigabe auch gleich wieder rechts. So, ruhig die Bremse jetzt mal noch ein bisschen stärker anziehen. Wir haben nicht allzu viel Zeit, dass wir darauf achten können, dass der Zug hier wirklich ganz sachte zum Stehen kommt. Wir wollen hier, dass wir den Zeitplan mal einhalten. So, 57. Damit liegen wir schon wieder fast im Zeitplan drin. Fast. Ansonsten, wir haben uns das Fahrzeug noch gar nicht so richtig von außen angeguckt. Die, ich sag mal, Schnauze, die Frontpartie des Fahrzeugs, die sieht relativ schön aus. Ist, wie gesagt, sehr modern gehalten. Ja, wir müssen auch schon wieder weiter. Türen zu. Hebel nach vorne. Ab die Post. Nächster Halt in 2,7 Kilometern. Gut, haben wir genug Zeit, um uns das Fahrzeug von außen anzugucken. Ja, die Frontpartie modern gehalten. An der Seite wieder den weißen Lichtstreifen, der durchgängig unten das Fußband des Zuges ziert. Türen weiß ausgeführt. Rote, verkehrsrote Lackierung. Obendran nochmal die Farben vom RMV. Und ja, auf dem Dach gibt es jetzt nicht allzu viel zu sehen. Hier oben die elektrischen Verbindungen zwischen den einzelnen Triebzugteilen. Das hier oben wird eine Art Klimaanlage sicherlich mit sein, die da verbaut ist. Ja, Lüfter, Schaltteile oben drauf. Alles, was ein elektrischer Triebzug eben heutzutage auf dem Dach hat. Oh ja, die 140 knacken wir jetzt. So, und dann etwas stärker abbremsen vor Großgraben. Ja, so ein bisschen knapp. Vielleicht auch ein bisschen knapper als mir lieb ist. Aber es passt. Passt sogar ganz gut. Ich glaube, wir können die Bremse so angelegt lassen, wie sie ist. Und dann sollten wir direkt am Bahnhof stehen. Wenn wir so jedes Mal anhalten würden, dann hätten wir definitiv keine Verspätung. Und ich wette auch, um
fast jeden Preis würde ich jetzt schon meinen. Nein, ich tue es jetzt nicht, aber um fast jeden Preis würde ich schon sagen, dass hier ein Triebfahrzeugführer, der täglich hier auf dieser Strecke unterwegs ist, der sollte seine Bremseinsatzpunkte kennen und bei entsprechenden Höchstgeschwindigkeiten dann sagen, okay, hier das Führerbremsventil in die und die Stellung oder halt hier an der Stelle den Kombinationshebel bei der 430. Und da wissen die dann schon, okay, der Zug hält am Meter 500 an der Bahnsteigkante an, bleibt dort sicher stehen und die Fahrgäste können zusteigen. Das ist dann wirklich Routine. So, Türchen zu. Also 59 haben wir es. Beziehungsweise müsste jetzt schon um sein. Und damit liegen wir... Ja, liegen wir im Fahrplan? Ja, nein, ich sehe es noch nicht. Die Ziffer lässt sich nur komisch anzeigen. Ja, mehr oder weniger liegen wir wieder im Fahrplan drin. Volle Kraft voraus. Nächster Halt, Okarben auf Gleis 1 in 2,1 Kilometern. So, vielleicht können wir uns jetzt hier auch mal an den Hektometertafeln orientieren. Dass wir nicht die ganze Zeit ins F3-Menü hineingucken. Wobei ich bei 140 lieber ins F3-Menü reingucke, als dass ich mich hier auf die Hektometertafeln verlasse. Weil die können auch im Simulator manchmal falsch aufgehängt sein. Gerade wenn da irgendwie ein Kilometrierungswechsel drin ist und man den selbst nicht unbedingt bemerkt. Oder auch durch Streckenverkürzungen können halt die Bahnsteiglängen da anders ausfallen oder die Abstände. So, auch hier wieder ziemlich fix drauf zugegangen, aber das stimmt so. Wir sollten punktgenau zum Stehen kommen. Können wir sogar die Bremse noch ein bisschen auslösen. In Okarben. So, die Türen auf der rechten Seite auf, bitte. Und da hätten wir es auch. Und ja, wir stehen noch 15.01 Uhr am Bahnsteig und 15.02 Uhr geht's gleich weiter. Das passt. Wir kriegen wieder Häkchen im Fahrplan. Auch wenn wahrscheinlich nicht alle hier als Häkchen dann wieder ausgeführt werden, weil entweder der Simulator das Ganze nicht anerkannt hat, weil wir 2-3 Sekunden zu spät waren. Alles möglich. Auch alles kein Problem. Hauptsache, wir kommen hier sicher und einigermaßen pünktlich am Zielbahnhof an. Grüß dich, Kollege, der Talent 2. Von der Werdenfelsbahn, heute zu Besuch hier in Frankfurt und Umgebung. Bestimmt eine Überführungsfahrt. Haben wir noch gar nicht gemacht in dem ganzen Trubel heute. Nämlich die Transporter-Position eingenommen. Und hier außerhalb der Ortschaft geht das auch ziemlich gut. Da sollten die Sonnenstrahlen wieder zurückkehren. Und ich habe so die Vermutung, dass dort vorne ein Haltepunkt kommt. Da ist noch ein ganzes Stückchen. Dann weiter Gas geben. Ja gut, von den Geschwindigkeiten, oder zumindest von der Beschleunigung, ist der 430 nicht ganz so gut, was höhere Geschwindigkeiten angeht. Da lässt er sich ein bisschen, ich sag mal, zum Wünschen übrig. Ist jetzt nicht wirklich schlimm, aber es könnte ein bisschen stärker sein. So, und 11.6 Tafeln, Kennziffer kleiner 10, werden quittiert. Und da das eine 12 ist, muss man das nicht machen. Die 120 kommen doch erst hier. Wieso werden die denn gerade eben schon angezeigt?
So, der Halbzug sollte drin stehen. Und unser Vollzug auch gleich. Und zwar jetzt. Ja, zur Thematik Vollzug, Halbzug kommen wir jetzt auch gleich nochmal ganz kurz. Dass wir das nochmal ganz kurz erläutern und da keinen im Schatten stehen lassen. Vollzug heißt an der Stelle bei uns, wir haben zwei Triebzugeinheiten von der 430. Dann können wir sicher sein, dass der ja, im Bahnhof drin steht. Wenn wir an der Haltepunkttafel oder an der Halttafel, wichtig, der ist Halttafel, nicht Haltepunkttafel. Haltepunkttafel ist das, was vor dem Bahnsteig steht. Ja, wenn wir mit einem Triebzugteil unterwegs sind, könnten wir an der Kurzzugtafel halten. Das wäre eine. Mit Halbzug, wie gesagt, an zweien. Ne, mit Vollzug an zweien. Und ja, die letzte Halttafel hinten dann, wenn wir noch länger sein sollten. Mit meinetwegen drei Triebzugteilen. Also Kurzzug, Halbzug müsste sich hier an der Stelle nichts nehmen. Vollzug sind halt zwei Triebwagen bei der. Ich glaube, Kurzzug und Halbzug werden hier relativ synonym verwendet. Bin mir da jetzt aber selbst nicht ganz sicher. Ja, Kurzzug und Halbzug sollte stimmen. Ist das der nächste Haltepunkt? Auf jeden Fall kommt da schon mal was gefahren im anderen Gleis. Und zwar von Captrain wird das die 185er sein. So, Bruchenbrücken auf Gleis 1. Kollege, du hast das Licht vergessen. Wir müssten jetzt, glaube ich, auch wieder eine entspanntere Fahrweise an den Tag legen können. Wir sollten mittlerweile den Zeitplan sogar einen Ticken überholt haben. Oh, abbremsen. Oh, das könnte ein bisschen knapp werden. Wird wahrscheinlich wieder ungefähr 80 am Bahnsteig anfangen. Ja, das ist bei so kurzen Bahnsteigen immer unangenehm. Aber das passt. Ja, nicht die Schnellbremsstellung, die wollte ich dann doch nicht. So, Vollzug, Kurzzug. Beides hier an der Stelle auf eine Stelle notiert. Und dann die Türen in Fahrtrichtung rechts öffnen. 15.07. Ja, wir sind im Zeitplan drinnen. Und, oh, wir sind schon am vorletzten Haltepunkt gerade. Nächster Haltepunkt ist dann schon Friedberg. Da geht's dann nicht wirklich weiter. Die letzten Meter gemeinsam, jetzt gleich. So, auf den bitte auch nochmal pünktlich. Und ab die Post. Mich interessiert brennend, was du von der Baureihe 430 hältst. Hast du sie vielleicht selbst für den Train Simulator? Und wenn nicht, siehst du sie vielleicht auch gerne einfach nur hier in den Videos auf der S-Bahn-Strecke Rhein-Main. Wir sind sie schon einmal gefahren und zwar ebenfalls auf der S-Bahn-Strecke Rhein-Main sowie auf der Strecke München-Rosenheim. Und man könnte das Ganze ja theoretisch noch auf der Strecke Frankfurt Highspeed durchspielen. Das sollte ja hier auch zur Umgebung dazu passen. Und wenn du daran Interesse hättest, schreib mir das gerne in einem kleinen Kommentar unten unter das Video. Und dann können wir mal gucken, ob wir das demnächst noch bringen können. So, 40 als Ankündigung, okay. Da müssen wir schnell runterbremsen. So, die 85. Etwas schneller unterschreiten, bitte. Und ja, den Train Simulator, wie immer, unten nochmal auch als
Affiliate-Link verlinkt. Wenn du entsprechend über diesen Link bestellst, geht eine kleine Vermittlungsprovision hier an den Kanal. Würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und damit könntest du den Kanal quasi unterstützen, ohne dass du irgendwie extra Kosten dadurch hast. Ansonsten bei unserem Partner Games Planet findest du auch sämtliche Add-ons zu Transom World. Du findest Simulatoren wie Zuzi, Train Fever auch, wobei wir das ja jetzt hier nicht explizit in den Videos bisher gezeigt haben. Und ansonsten einige Train Simulator Add-ons auch, viele auch aus dem ausländischen Repertoire. Und genau. Wenn da Interesse besteht, auf jeden Fall mal durch den Online-Shop hindurchstöbern. Da sollte gerade zur Winterzeit sich einiges finden, was ziemlich interessant sein könnte. Und ja, in dem Sinne würde ich mich freuen, wenn du dort mal ganz kurz vorbeischaust, insofern du sowieso irgendetwas an Softwareinhalten für deinen Computer, für den Spielspaß im Winter kaufen möchtest. Für uns geht es erstmal mit VMAX 40 bis zum nächsten HP0. Ob das hier vorne ist oder ob das erst im Bahnhof selbst ist, das sehen wir dann, wenn wir davor stehen. Aber der Position des Signals zu urteilen, würde ich mal davon ausgehen, dass wir erst am Bahnsteig anhalten, ja. Wir sind jetzt halt auf unsere 40 beschränkt, ne? Ich meine, die Überwachung ist jetzt erstmal nur aktiv auf 85. Das ist nicht das Problem. Aber wir dürfen halt nicht schneller fahren. Sicherlich, weil wir hier dann durch den Weichenbereich hindurchgeleitet werden. Und der Fahrdienstleiter dann da nicht möchte, dass wir eben beispielsweise an der Weiche hier irgendwo anders landen, als in dem Gleis, wo wir hin sollen. Und ja, bei solchen Abzweigen sind die 40 km pro Stunde auch mehr als angemessen. So, dort vorne leuchtet es rot. Das letzte Signal, was wir heute wahrscheinlich hier gemeinsam sehen werden. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Mir hat es einen Riesenspaß gemacht, mit der Baureihe 430 und vor allen Dingen mit dir gemeinsam hier wieder im Führerstand zu sitzen. Wenn es dir genauso gefallen hat, einmal auf den Daumen unter dem Video draufklopfen und dann wird er blau und hoffentlich zeigt er auch nach oben. Wenn es dir gefallen hat, wie gesagt, und ja, Kanal abonnieren. Wenn du Spaß an Führerstandsmitfahrten, virtuellen Führerstandsmitfahrten, Fahrten aus dem Train Simulator, Fahrten aus Zuzi, Fahrten aus Transom World und eigentlich aus vielen anderen Softwarebereichen, die eben auch mit der Eisenbahn zu tun haben, begeistert bist, dann auf jeden Fall abonnieren. Hin und wieder kommen auch Erklärvideos. Zu den EL-Signalen haben wir mittlerweile ein Video, zur PZB schon etwas länger. Das allerdings für den Train Simulator angepasst. Und jo, in dem Sinne, nochmal danke fürs Zusehen. Ich wünsche dir weiterhin auch auf dem Kanal viel Spaß, viel Freude, allseits gute Fahrt und das nächste Video kommt in 3 Tagen um 14 Uhr. Bis dahin, mach's gut!